Wir präsentieren euch heute ein Dehnprogramm für die obere Extremität. Generell empfehlen wir für das Dehnen, dass ihr mindestens 30 Sekunden die Übung haltet und dass wir 2 Sätze pro Übung durchführen. Wir starten mit dem Handtuchkreisen. Dafür packt ihr euch ein Handtuch oder gegebenenfalls auch einen Stab und führt dann die Arme so weit nach hinten, wie es geht. Das ist dann eher eine dynamische Dehnung. Ihr könnt das aber auch machen, dass ihr, wenn ihr wieder nach hinten kommt, in der Dehnposition haltet und dann etwa 30 Sekunden und wieder nach vorne kommt. Wenn ihr besser werdet, versucht dann das Handtuch enger zu greifen. Genau. Sehr gut. Als zweite Handtuchübung kann man quasi nicht die Bewegung nach hinten machen, sondern zur Seite. Geht ihr mit dem Handtuch sehr seitlich, versucht da in einer Ebene zu bleiben und drückt dann das Becken hier raus, damit ihr hier die seitlichen Strukturen schön aufdehnen könnt. Der Latissimus, der verkürzt gern durch das Schwimmen, durch das Anstellen und dann wieder die andere Seite. Hier auch wieder 30 Sekunden dehnen, schön halten und dann das Seitenwechsel. Als dritte Übung geht ihr gerne in die Hocke und fürs Schwimmen ist es wichtig, dass wir die ganzen Rotatoren, die unsere Schulter hier stabilisieren, aufdehnen. Dafür nehmt ihr den Arm über Kreuz und dehnt dann hier die äußere Muskulatur auf. Das wieder 30 Sekunden halten, versucht dann hier ein Dehngefühl zu spüren und ruhig Seitenwechsel. Sehr gut. Die zweite Übung in der Position ist für den Latissimus. Dafür nehmt ihr den Arm hier nach vorne. Achtet bei der Übung sehr darauf, dass ihr gerade bleibt. Dass ihr den Kopf schön oben lasst und nicht euch nach vorne beugt. Hier wieder 30 Sekunden halten pro Seite und dann wechseln. Sehr gut. Den Latissimus können wir auch noch in einer zweiten Position noch sehr gut dehnen, indem ihr euch nach vorne beugt und mit den Ellenbogen auf den Boden kommt. Hier versucht ihr, die Ellenbogen sehr nah zusammen zu bekommen. Das ist gerade für die Triathleten, für die Zeitfahrposition sehr gut. Die Achseln versucht ihr nach unten zu drücken und ihr habt dann hier eine komplette Dehnmöglichkeit. Das könnt ihr schön entspannt halten und die Strukturen aufdehnen. Und hier das gleiche Spiel mit 30 Sekunden mindestens halten. Weil wir hier sehr tief liegende Strukturen haben, könnt ihr gerne auch eine Minute oder länger drin bleiben. Sehr gut. Die zweite Übung in der vorderen Position ist, ihr streckt einen Arm zur Seite. Und hier versuchen wir jetzt die Brustmuskulatur und die lange Bizepssehne aufzudehnen. Ihr rollt euch dann über den rechten Arm in dem Fall. Kommt dann hier rüber und habt dann den vorderen Teil der Kapsel, der gedehnt wird und die ganzen vorderliegenden Strukturen, die wir vor allen Dingen auch wieder beim Schwimmen belasten. Das dann auch wieder mindestens 30 Sekunden halten. Die zweite Übung hier in der Position wäre, dass wir den Unterarm anbeugen und jetzt wieder so eine Einrollung haben, den wir rüber uns drücken über den gegenüberliegenden Arm. Und dann bekommen wir eine Mehrdehnung an der Bizepssehne und können diese Beugefunktion auch noch ein bisschen aufdehnen. Und die Bizepssehne, die gerne auch übers Schwimmen schon mal gereizt wird, können wir dann hier über die Rotation wieder 30 Sekunden aufdehnen. Und dann den Seitenwechsel durchführen. Hier wieder uns anbeugen. Die Schulter bleibt bei der Übung die ganze Zeit unten. Und hier habt ihr eine Drehung drin. Wieder 30 Sekunden halten. Sehr gut.